Man läuft über das Parkett der Börse Frankfurt, ahnt nichts Böses. Und wen trifft man? Stefan Risse, den Sie natürlich alle von vielen, vielen Webinaren auch bei Aiondo kennen. Wir wollen über ein paar Einzelstories sprechen, über die man hier in Frankfurt auf dem Parkett natürlich stark redet. Das eine Thema Volkswagen, da hat es eine Aktie völlig zerschmettert. Stefan, von 250 Euro im Frühjahr auf bis unter 100 Euro. Ist ein Drama für den Wirtschaftsstandort Deutschland oder würdest du nicht so weit gehen? Ich würde nicht so weit gehen. Das wird alles unglaublich hochgekocht. Also bei General Motors, wie war das da? Da sind, glaube ich, die Leute irgendwie gegen Bäume gefahren, weil der Zündschlüssel rausgefallen ist und dann die Lenkung eingerastet ist. Und dann lenkt sich es natürlich nicht mehr so gut. Also da haben wir Tote gesehen. Wir haben hier keine Tote. Wir haben am Auto, das in Kalifornien Abgaswerte tatsächlich nicht erfüllt. In Europa erfüllen sie sie alle. Die Frage ist halt, wie viele Schadenersatzklagen hängen da dran? Naja, und es ist eben so, da wo der Druck auf Gewinn und Quartalszahlen hoch ist, da tricksen auch mal Leute. Also als wenn uns das jetzt so extrem überraschen würde. Ich glaube, das ist jetzt wieder der Moment, das wird hochgekocht und demnächst wird die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Bleiben wir aber noch bei dieser Sau, wenn ich das so sagen darf. Wir haben es angesprochen, die Aktien, beide Gattungen, Vorzüge und Stämme, deutlich unter Druck geraten, aber auf einmal wundersam, gar wundersam in den letzten Börsentagen, zieht die Stammaktie deutlich stärker an als die Vorzugsaktie, obwohl die liquider ist, weil sie ja auch im DAX notiert. Hast du eine Erklärung dafür? Ja, es gibt Gerüchte, dass es eine Kapitalerhöhung geben wird und die würde nur auf Vorzügen passieren. Mit anderen Worten, das Angebot wäre dann deutlich größer an Vorzugsaktien und es sollen Aktienpakete möglicherweise auch rauskommen von Investoren, die eben auf Vorzügen sitzen. Das ist der Grund, warum die Werte so auseinanderlaufen aktuell. Wenn das durch ist, dann kann man natürlich wieder darauf spekulieren, dass sie dann wieder zusammenlaufen. Und wie ist das so mit dem Streubesitz? Es war ja schon damals im ominösen Oktober 2008 so, dass aufgrund des mangelnden Streubesitzes die Aktie, die Stämme eben halt mal bis auf 1.000 Euro sogar gegangen sind. Ja, genau, das ist ja das Thema. Der Streubesitz ist eben, weil das bei den Familien Piëch und Porsche ist und die sind jetzt nicht so in finanzieller Not, glaube ich, dass sie da Aktien verkaufen müssen, privat. Deswegen ist natürlich der Markt sehr eng. Wenn es dann Leute gibt, die bei VW aber investiert sein wollen, dann wechseln die in die Stämme. Und allein die Spekulation reicht eben aus, dass es den Wert dann richtig schön nach oben treibt. Die zweite Branche, die hier im Blickpunkt steht, schon seit Monaten, sind die Energieversorger, die auch komplett verprügelt worden sind. Beide unter 10, wer hätte sich das vorstellen können. Aber auch da, ach wundersam, geht es in den vergangenen Tagen in Summe um die 40% nach oben. Was ist denn da los? Da sehen wir, dass die Kosten für diese Atomkraftwerke ja irgendwie diesen Rückbau denn nicht so teuer ist wie geplant oder das, was zurückgestellt ist, reicht. Und das ist natürlich klar, wenn Wert so ausgebombt ist, dass dann kleinste gute Nachrichten reichen, um für so eine Konsolidierung zu sorgen, weil auch die Stromversorger werden nicht untergehen und sind natürlich im Grunde, wenn sie sich erholen, unglaubliche Kurschancen nach oben, noch größer als VW. Und es gibt ja auch ein bisschen Rückendeckung von der Politik. Die Kommunen sind auch, gerade bei RWE mit beteiligt, ist glaube ich nicht denkbar, dass man denen nicht hilft, selbst wenn es Geld ausgeht, oder? Das sehe ich ganz genauso. Da wird es auch immer wieder Dividenden geben und manches kauft man zu früh. Was man lernen muss aus den Börsenzyklen der letzten Zeit ist, die Trends gehen immer weiter nach oben, als man denkt und sie gehen immer weiter nach unten, als man denkt. Ja, es tobt sich in beide Richtungen eben extrem aus und das hat damit zu tun, dass eben viele mit so Verlustbegrenzungen arbeiten und dann irgendwann nicht mehr geguckt wird, ist das noch sinnhaftig von der Bewertung her, sondern da wird nur noch die Reißleine gezogen, ganz einfach, weil gewisse Verlustschwellen erreicht sind. Das ist der Weg nach unten und nach oben haben wir die Thematik, dass eben durch die Derivate viel auch auf fallende Kurse gesetzt wird, wenn die Dinge nach oben übertrieben werden und dann wird der Markt eben an einem solchen Short-Squeeze nach oben gezogen. Das heißt, wie bei VW angesprochen, da waren die Leute ja auch dann alle short gegangen, haben gesagt, bei 500 Euro war es ein Schwachsinn. Fundamental überhaupt nicht zu rechtfertigen, aber wenn keine Stücke da sind und man braucht sie unbedingt, dann ist halt the sky's the limit. Schlussfrage noch zum Gesamtmarkt. Der DAX hat sich jetzt zweimal ausgekotzt in den vergangenen zwei Monaten, bis auf 9,3 circa zurück, um sich dann immer wieder zu fangen. War es das? Reicht das jetzt oder kommt da noch ein dritter Schub? Was glaubst du? Ich glaube, das war's. Das reicht. Und ich denke, wir durchlaufen einen sehr typischen Saisonzyklus. Sell in May and go away, come back in September, also Ende September zurückkommen, das wäre richtig gewesen. Und
Wir werden, denke ich, schon bis zum Jahresende nach oben laufen, aber es ist mir auch wurscht, ob das jetzt bis zum Jahresende passiert oder dann am Jahresanfang. Die Argumente aus dem Frühjahr, Aktien sind alternativlos, gelten nach wie vor. Die Notenbanken werden aufgrund der Weltkonjunkturabkühlung eher wieder mehr Gas geben. Der Rubikon ist doch so weit überschritten, da kann doch keiner mehr zurück. Die werden im Zweifel nochmal quantitativ Easing verdoppeln, wenn notwendig. Wichtig ist, dass die Weltwirtschaft nicht total in sich zusammenbricht, weil sonst fehlt natürlich dann die fundamentale Grundlage. Aber selbst wenn die Gewinne nur stagnieren, sind Aktien so viel attraktiver als Anleihen und mit der Liquidität der Notenbanken werden sie weiter steigen. Mein Kursziel in diesem Hoss-Zyklus ist ein DAX von 18.000. Ich will das mal in Bewertungsrelation setzen. Ich habe 2000 auf diesem Parkett als Börsenkorrespondent begonnen. Das war der Höhepunkt des neuen Marktes. Damals hatten wir eine Anleiherendite für 10-jährige Anleihen von 5%. Die Dividendenrendite der DAX-Werte lag bei 1,5%. Heute haben wir eine Dividendenrendite von 3% und die Anleihenrendite für 10-jährige Papiere liegt bei 0,5. Bei einem Zehntel von damals, da soll mir mal jemand sagen, wir haben eine Blase wie damals 2000. Ganz ehrlich, wer sowas schreibt, ist... Der beleidigt meinen gesunden Menschenverstand. Das wollen wir jetzt hier nicht weiter tun. Beleidigungen aussprechen, in welcher Form auch immer. Stefan Risse, ganz herzlichen Dank hier auf dem Parkett der Frankfurter Börse. Schönen Tag.